In ihrer Apotheke hat Nina Fuchs ein breites Sortiment an Arzneimitteln. Jeden Tag berät sie ihre Kunden in Gesundheitsfragen. Doch Nina ging es viel zu ernst zu. Oft in der Apotheke ist ja nicht so viel zum Lachen. Ja? Die Leute kommen mit ihren Krankheiten, irgendwo schmerzt es, irgendwo zwickt es. Ja? Dann haben wir angefangen, eben auch Lach-Yoga anzubieten. Anfang des Jahres hat das Lachzentrum oberhalb der Apotheke eröffnet. Denn Lachen macht glücklich und reduziert Stress. Besonders in der Gruppe ist Lachen ansteckend. Was sagen die Teilnehmer zum Lach-Yoga? Vor 2 Stunden habe ich solche Kopfschmerzen gehabt. Wirklich. Ich habe mir kurz überlegt, sogar nicht herzukommen. Und nach der einen Stunde Lach-Yoga, weg. Also man lacht über sich selbst, aber irgendwie lacht man dann halt einfach. Ja? Und ich denke mir, dann ist doch wurscht, von wo das Lachen dann herkommt. Ja? Und ich stehe total auf dieses Lokomotivlachen. Ich hatte vor 10 Jahren mal große Krise und habe mir gedacht, ich habe schon lange nichts mehr gelacht. Durch das Lachen, man kriegt wirklich eine Distanz zu diesen ganzen Problemen. Es entspannt so unheimlich.